Morgen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Family Vlog. Heute ist schon wieder Mittwoch und ich glaube, ich muss da heute immer wieder dran denken, weil wenn so ein Feiertag, finde ich, mitten in der Woche ist, kommt man total mit den Wochentagen durcheinander. Und ich habe auch gestern irgendwie die ganze Zeit gedacht, es wäre Wochenende, also Sonntag. Aber heute ist Mittwoch und Mila geht heute wieder in die Kita. Sie war dann jetzt insgesamt 5 Tage nicht in der Kita. Weil Freitag habe ich sie nicht hingebracht wegen ihrer Erkältung. Und gestern war halt der Feiertag und Montag hatten die Brückentag, also auch zu. Beziehungsweise die hatten auf, aber eben nur so eine, wie sagt man da, Notfallbetreuung. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hatten die gefragt, ob Mila auch kommt. Und ich habe gesagt, nö, sie bleibt zu Hause. Weil dann müssen da ja nicht irgendwie alle Erzieherinnen kommen. Ist ja für die auch vielleicht nett, zu Hause zu bleiben. Und von daher ja, war Mila Montag auch zu Hause und fand ich auch besser mit ihrer Erkältung. Jetzt sieht es schon ein bisschen besser aus, würde ich sagen. Also sie ist immer noch ein bisschen erkältet, aber eben nicht mehr so stark. Ne, Motti? Mila flitzt hier schon wieder hin und her. Und ich bin gespannt, wie heute der Tag in der Kita läuft. Hast du deine Hausschuhe da? Ja, zeig mal, Mama, was du da hast. Zeig mal hier. Zeig mal hier. Ja, das sind Hausschuhe. Wo kommen die hin? Kommen die an die Füße? Hm? Ja, die kommt an die Füße, ne? Genau. Aber jetzt hast du Stoppersocken an, mein Schatz. Ich habe nämlich von Rossmann die mitgenommen. Das soll Größe 20-22 sein. Aber die fallen super klein aus. Also die passen ihr. Erst habe ich gedacht, die wären sogar zu klein. Aber wirklich lange werden wir die nicht tragen können. Total schade. Ne? Ja, was ist da drauf? Ein Schmetterling. Oh. Ein Schmetterling. Und seit 3 Tagen steht Mila immer um 6 Uhr auf. Also die Tage starten momentan sehr früh. Es ist dann immer noch stockduster draußen. Aber okay, dafür sind die Nächte ein bisschen besser, würde ich sagen. Also sie ist nicht so oft wach, ist nicht so unruhig. Mal gucken, wie sich das so weiterentwickelt. Ne? Wo möchtest du schon wieder drauf los? Und weil wir so früh wach waren, sind wir natürlich jetzt auch schon so weit fertig, angezogen und alles und werden so in einer Dreiviertelstunde losfahren. Also so um 7:45, 20 nach 8. Und danach habe ich heute Vormittag doch noch einiges vor. Also neben den normalen Haushaltssachen heute auf jeden Fall noch Wäsche. Und wir haben gestern schon geschafft, 2 Lampen anzubringen, Deckenlampen, die ich letztens bei Amazon gekauft habe. Und heute will ich noch ein Regal in der Küche anbringen und eventuell 2 Kleiderstangen im Schlafzimmer. Mal gucken, wie ich es schaffe. Auf jeden Fall in der Küche, glaube ich, erst einmal. Das ist jetzt die eine Lampe hier im Wohnzimmer und im Schlafzimmer hängt die gleiche. Die habe ich damals bei Jule gesehen. Die hatte die nämlich von Amazon und hat nur Positives berichtet. Also ich wollte wirklich Lampen, die direkt an der Decke hängen. Davor dieses Bamsel-Ding, das von Ikea, die Lampen, finde ich, kann man sowieso teilweise vergessen. Und also total gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich kann euch die auch gerne nochmal verlinken. Das ist jetzt Durchmesser 30 cm, hätte hier im Raum auch die 40 cm Variante sein können. Aber wir haben auch gesagt, das reicht vollkommen eigentlich. Also wenn man jetzt von hier schaut, sieht man es, glaube ich, nochmal ein bisschen besser. Und wir haben gesagt, das muss jetzt keine super große Lampe sein. Die soll einfach halt nur ja, Licht spenden, wenn man halt ein großes Licht braucht. Und ja, erfüllt ihren Zweck. Und da habe ich gestern nämlich hier fleißig gebohrt. Julian hat auf Mila aufgepasst. Wir haben es mal so rum gemacht. Und ich hasse Sachen an die Decke anzubringen. Also in die Decke zu bohren. Weil dann rieselt alles immer so in die Augen und ich habe keine Schutzbrille oder irgendwas. Und dann hatte ich noch so eine Brille später aufgesetzt, ist es trotzdem irgendwie vorbeigerieselt oder dann hat man es im Mund oder irgendwo sind die ganzen Krümel und Staubpartikel sowieso. Aber ich habe es geschafft, die Lampen hängen und nachher folgt dann das Regal. Und wo ist die kleine Motte schon wieder? Ha? Wir haben jetzt hier auch die Kindersicherung angebracht, weil das ist immer der Schrank, wo sie ganz gezielt ran will. Und da sind halt die ganzen Reinigungsmittel drin. Wahrscheinlich deswegen, weil die alle so schön bunt sind von Frosch. Deswegen ist hier jetzt die Türsicherung dran und kriegt sie auch nicht auf. Hat sie nämlich schon ordentlich dran rumgerüttelt. Und wenn wir jetzt in der Küche sind, also hier drunter will ich nochmal ein Regal anbringen. Das ist die kleine Vision von diesem hier. Das ist recht breit und da drunter kommt wirklich nur so ein schmales Regal ungefähr. Aber auch mit diesen Haltern.
sofern ich mich richtig erinnere. Aber ihr werdet es nachher wahrscheinlich sehen. Was suchst du? Willst du schon mal deine Jacke rauslegen, Mila? Deine Mütze. Guck mal, hier ist deine Mütze. Genau. Und da irgendwo hinter ist deine Jacke ganz. Na, klasse. Es wird jetzt ja auch echt richtig kalt. Das heißt, wir müssen nochmal nach einer richtig guten Winterjacke für sie gucken. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr irgendwo schöne gesehen habt oder irgendwelche empfehlen könnt. Momentan haben wir ja diese Regenjacke, die so ein bisschen gefüttert ist von innen. Die ist schön flauschig, ne? Aber bei richtig kalten Temperaturen wird es das dann auch nicht mehr bringen. Und weg ist sie. Von daher müssen wir dann nochmal los. Die Jacke brauchen wir jetzt eigentlich nicht beim Zähneputzen. Aber komm mit. Komm hier. Komm hier, Zähne putzen. Zähne putzen, Zähne putzen muss ein jedes Kind. So, Zahnbürste. Ja, was siehst du? Wir müssen gleich nochmal deine Nase putzen, Schatz. Sonst ist das gleich wieder überall. Kommst du her? Komm her. Hoppala. Schnuller her. Okay, wir müssen die erst die Nase putzen. Guck mal da in den Spiegel, dann kannst du es genau sehen. Ja, ist doof, ne? Ja, guck mal. Und jetzt Zähne putzen, machst du ab. Mund abputzen. Zack. Was ist denn in der Box? Ist da Werkzeug drin? Kannst du was erkennen? Das ist eine Werkzeugkiste. So. Hier. Guck mal, da steht auch Mila. Ist das ein kleiner Marienkäfer, ne? Einmal mit dem Arm rein. Hui. Zack, 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 zack. Wo ist Milas Hand? Wo ist Milas Hand? Hui, da ist sie ja. Guten Tag. Guten Tag. So, andere Seite. Aber sitzen bleiben. Genau, andere Seite. Hier einmal rein. Zuck, zuck, zuck. Zuck, zuck, zuck. Super. Oh, super. Und jetzt machen wir den Reißverschluss zu. Trellala. Dibididu. Wollen wir noch deine Mütze aufsetzen? Die du bestimmt jetzt gleich wieder abpulst. So. Ups, wo ist denn Mila? Ha, da ist sie ja. Bist du das? Hast du jetzt Öhrchen? Hast du jetzt Öhrchen? Gucke mal. Oh, das war nicht gut, ne? Direkt gezeigt. Wir wollten jetzt gerade los und vielleicht sieht man es. Mila hat sich nochmal fett gestoßen. Sie hat sich so richtig hastig weggedreht und saß direkt am Türrahmen. Ist voll gegen den Türrahmen. Ja, ich glaube, das ist mehr als wenn eine Platzwunde hase. Hast jetzt ein richtig schönes Horn auf der Stirn. Und kühlen geht ja irgendwie auch nicht, ne? Also, was macht ihr, wenn eure Kinder sich so stoßen? Also, lassen die sich das kühlen? Ich hab's gerade versucht. Aber dann gibt's hier noch mehr Gebrüll. Ne? Ja, du bist eine Wilde. Guck mal, deine Stirn. Ach Mensch, Hase. Wir fahren jetzt auf jeden Fall erstmal los. Und dann mal gucken, wie der Tag so verläuft. Ansonsten können die sich ja immer melden. Mila ist jetzt in der Kita und ich habe an ihrer Garderobe was jetzt mitgenommen, weil da hatte sie sonst immer ihre Regenhose hängen, eine Regenjacke und halt die Regenjacke, die sie jetzt anhat. Und ich hatte nämlich, weil wir im August mit der Eingewöhnung angefangen haben, da noch so eine dünne Regenjacke hängen, die sie jetzt nie getragen hat. Irgendwie voll schade, aber das war eine, die halt komplett ungefüttert ist. Also ich wollte halt extra eine noch so für die warmen Temperaturen haben. Aber so warm war es dann danach gar nicht mehr. Und von daher, ja, habe ich die jetzt wieder mitgenommen, weil dann brauchst du da jetzt auch nicht mehr hängen. Weil wärmer wird es jetzt nun auch nicht mehr und die ist wirklich dünn. Also es ist wirklich was nur für Übergangstage
Regentage im Sommer oder so. Also von daher musste die jetzt da auch nicht länger hängen. Und ich werde jetzt erstmal natürlich Kaffee trinken und mir was zum Frühstücken machen. Ich weiß nur noch nicht genau was. Option 1 zum Frühstücken wären diese Schokokrispies. Ich meine, wer mag das nicht? Also ich auf jeden Fall richtig gerne. Wir haben es noch nicht so oft da, aber wenn wir es da haben, könnte ich das 24/7 essen. Also da ist so eine Packung rucki-zucki weg. Also mag ich wirklich gern. Ein bisschen was Nahrhafteres wären hier zum Beispiel Haferflocken. Da würde ich mir wieder mein geliebtes Oatmeal machen. Und zwar mit diesem Gewürz hier. Ich habe die letzten Tage nur Oatmeal morgens gegessen, weil ich dieses Gewürz einfach feiere. Ich liebe das. Und also das kann ich wirklich nur empfehlen, wenn ihr Oatmeal gerne isst, also Haferbrei, was auch immer. Da sind drin Mandeln, Kokosraspeln, Kakaobohne, Vanille, Zimt und Ingwer. Richtig lecker, wirklich. Also Mila und ich haben das auch immer morgens zusammen gegessen. Sie hat das auch gegessen. Richtig lecker. Aber ich überlege. Ich glaube, ich entscheide mich fast für die Schokokrispies, einfach weil ich da gerade richtig Lust drauf habe. Ich will jetzt anfangen, hier was zu tun. Also ich will jetzt mit dem Regal hier in der Küche anfangen. Ich habe es jetzt hier auch schon hingelegt. Also das ist das, Moment, wie heißt es? Ekbibianum. Das ist bestimmt noch richtig ausgesprochen. Auf jeden Fall, Moment, nee, das ist die Halterung und das müsste normales Billy Regalbrett sein, wenn ich mich nicht täusche. Moment, ich gucke gleich auf jeden Fall. Und diese Halterung haben wir jetzt ja bei dem Regalbrett auch schon. Und deswegen wollte ich es halt genau so auch bei dem. Die sind jetzt noch nicht angeschraubt. Das muss ich jetzt gleich als erstes machen. Eigentlich soll man erst die Halterung an die Wand bringen, beziehungsweise erst die rechte, dann das Regalbrett reinschieben und dann das andere anbohren. Ich mache das jetzt einfach anders. Ich bohre die auf jeden Fall erst ans Regal und bohre dann das Regalbrett samt der Halterung an die Wand. Das ist zumindest so der Plan. Und ja, wie gesagt, das ist deutlich kleiner. Aber ich wollte, dass das halt nach unten hin dann jetzt nicht so wuchtig ist, wenn ich dann noch so ein großes. Und das soll einfach nur so ein kleines jetzt dann da drunter sein. Ja, für noch mehr Gläser oder irgendwas. Das muss ich dann gucken. Ich habe den Bohrer aus dem Keller geholt. Ich habe hier noch meinen Akkubohrer. Und dann kann es jetzt wirklich losgehen hier. Ich bin voll ausgestattet. Ich weiß gar nicht, wann ich mir mal diese Bohrmaschine gekauft habe. Auf jeden Fall, als ich hier irgendwas mal anbringen wollte und das so nicht ging. Und ja, eine Schlagbohrmaschine ist das, genau. Ja, bin ich sehr mit zufrieden, falls es wen interessiert. Und nun bringe ich die Halterung an und dann muss ich hier erstmal ausmessen, wo ungefähr die Mitte ist. Also kommt jetzt bei mir nicht auf einen Millimeter drauf an. Aber es sollte doch schon einigermaßen harmonisch aussehen. Ausmessen war jetzt ein bisschen schwieriger als erwartet und ich kann verstehen, warum die erst die Halterung an die Wand angebracht haben, beziehungsweise erst eine, dann die andere. Aber ich finde das Ausmessen oder das Vormarkieren einfach einfacher, wenn ich direkt die Halterung am Regalbrett habe. Problem ist nur, dass das Regalbrett, obwohl es so klein ist mit diesen Halterungen, wahnsinnig schwer ist oder ich habe halt einfach voll die Puddingarme. Ich krieg bestimmt Muskelkater jetzt in dem linken Arm, weil ich ständig mit einem Arm dieses Regalbrett gehalten habe. Da drauf noch die Wasserwaage. Ich habe 100 Mal radiert ungefähr. Und ich hoffe jetzt, dass diese Markierung so hinkommt. Denn wenn ich bohre, ja, dann sind die Löcher in der Wand. Aber ich versuche sonst noch zu korrigieren. Obwohl das eigentlich nicht mehr so wirklich dann möglich ist. Aber ja, ich hoffe, dass ich jetzt so richtig ausgemessen habe. Ja, also ich habe hier jetzt zwei Löcher, nee, nicht zwei Löcher, Markierung da. Hier seht ihr, habe ich ungefähr zig Male radiert. Und ich habe halt ständig, oh, das ist echt schwer, dieses Regal. Der Wahnsinn, ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern, wie wir das damals angebracht haben. Also das habe ich mit meinem Papa angebracht, das weiß ich noch. Oh Mann, der würde auch nur den Kopf schütteln, wenn er jetzt sehen würde, wie ich das anbringe. Denn mein Papa war mal ganz genau. Bei meinem Papa musste das immer auf den Millimeter genau sitzen. Das durfte in der Wasserwaage nicht einen Millimeter abweichen. Das musste wirklich perfekt sein. Und ja, solange das nicht ganz
schräg hängt und die Gläser da nicht runterrollen. Nein, ich werde jetzt mal sehen. Wenn es wirklich nicht hinkommt, ja natürlich, dann muss ich es korrigieren, ne? Was soll ich machen? Aber eigentlich habe ich jetzt 100 Mal angelegt und eigentlich sollte es hinkommen. Aber vorher holen wir uns jetzt erstmal noch die tolle Schutzbrille. Die hatte ich gestern nämlich auch auf, die nichts gebracht hat. Und zwar diese hier. Ich habe die mal vor Jahren bei Primark für 1 Euro mitgenommen. Als diese Nerdbrillen aber eigentlich noch gar nicht so im Trend waren. Ich habe die nie getragen, also ich würde damit auch nicht rausgehen. Cool, ne? Auch gar nicht groß, aber so als Schutzbrille zum Arbeiten funktioniert das doch, ne? Von daher werden wir jetzt bohren können. Das spiegelt aber echt doof, oder? Spiegelt von allen Seiten, dieser Rüberlicht. Egal, ich werde jetzt anfangen zu bohren. Ich glaube, ich brauche die Brille auch nicht. Und ja, dann melde ich mich gleich zurück, wenn die Löcher gebohrt sind. Und ich hoffe, es passt alles. Heute bin ich aber auch ein bisschen unorganisiert. Ich müsste ja vielleicht erstmal gucken, bevor ich Löcher an die Wand bohre, was ich für eine Lochgröße brauche. Weil Schrauben sind ja hier nicht bei. Also Schrauben, um die Halterung anzubringen. Aber ich muss mal gucken, welche Schrauben hier durchpassen. Die auf jeden Fall. Passt sogar noch eine Nummer größer. Moment. Okay, ich glaube, ich nehme die großen, die passen nämlich richtig abschließend. Ich nehme jetzt die Schrauben, die Dübel, dann habe ich 8er-Dübel. Und 8er-Dübel haben mir bisher nie Glück gebracht. Ich habe mich da so oft verbohrt, also nicht verbohrt, aber ich weiß gar nicht, ich habe es vielleicht schon mal bei den letzten Vlogs irgendwann erwähnt, als ich über die Wandhalterung gesprochen habe für den Fernseher. Diese Wände hier sind teilweise richtig doof. Also mein Vater hat sich damals immer aufgeregt und hat gesagt, teilweise sind die Wände so weich, dass man ganz schnell wegrutscht. Und ja, 1, 2, 3, 4. Ja, ich habe ja noch ein bisschen Reserven hier, ne? Ich habe aber auch, falls ich mich wirklich schlimm verbohren sollte, hatte ich ja mit Julian da letztens im Bauhaus geholt. Dieses hier von Fischer Fix It, repariert ausgerissene Bohrlöcher. Das habe ich auch im Schlafzimmer bei den Regalen schon gebraucht. Und das funktioniert echt ganz gut. Und ja, habe ich zur Not dann halt da. Aber wir wollen ja mal nicht vom Schlimmsten ausgehen. Wir versuchen jetzt mal unser Bestes hier. Bitte, liebe Wand, sei gut zu mir. Zwei Löcher mit Dübeln habe ich schon in der Wand. Das ist das Ergebnis vom Bohren. Eine kleine Mini-Verbrennung hier am Finger, weil ich ein bisschen zu nah abgerutscht bin und natürlich wird das Ding heiß. Ich habe gerade zu viel gekriegt, geflucht ohne Ende, weil ich finde, wenn man so guckt, ich weiß nicht, ob das auf der Kamera so rüberkommt, aber ohne Kamera sieht es mega schief aus. Also, dass dieses Loch viel weiter nach rechts versetzt ist, so sieht man es, glaube ich. Aber je nachdem, wie man es hält, ne? Ich habe aber gerade das Regal angehalten mit Wasserwaage. Da war es überhaupt nicht so schief. Die Wände sind wirklich weich. Man rutscht da so schnell ab. Deswegen bin ich gespannt, ob ich da gleich dieses Fix-It noch drum machen muss, damit das einfach besser hält. Ich werde jetzt auf jeden Fall nochmal versuchen, eben die anderen Löcher zu bohren und dann werden wir gleich mal weitersehen. Mittlerweile habe ich alle Dübel in der Wand. Die zwei rechts musste ich jetzt mit diesem Fix-It korrigieren, weil die Löcher waren definitiv total ausgebrochen beim Bohren. Und ja, ich habe jetzt gerade nochmal das Regal angehalten. 3 Löcher passen auf jeden Fall ganz gut überein. Das oben rechts hier, da muss ich gleich mal sehen beim Anbohren vom Regal, ob das hinkommt. Ansonsten wird es nur an 3 Schrauben hängen. Oder die eine Schraube wird nicht ganz reingehen. Hängt an der Wand. Und es hängt nicht einfach irgendwie an der Wand. Dafür, dass ich gerade dachte, dass ich eine Schraube gar nicht reinbekomme und dass, wenn ich sie reinbekomme, das Regal wirklich schief hängt, hängt es eigentlich sehr gerade. Da ist das große Regal, da ist das kleine Regal. Es hängt, finde ich, auch schön mittig, also über dem Tisch. Und jetzt schaut mal auf die Wasserwaage. Hallo? Also, wenn man ganz genau sieht, könnte das noch ein ganz kleines Stückchen weiter drüben sein. Also könnte noch ein bisschen gerader sein, aber das ist schon sehr gut.
Also ich bin doch sehr zufrieden, muss ich sagen. Vor allem halt dafür, dass ich dachte, dass das total der Flop ist. Ah, ich bin sehr zufrieden. Ich habe gerade hier schon gewischt. Und jetzt werde ich gleich, glaube ich, schon mal direkt ein bisschen umsortieren. Denn ich hatte eigentlich vor, dann hier auf dieses kleine Regal hier diese ganzen Müsli-Gläser und so weiter zu stellen. Also da, wo man halt eher täglich ran muss. Und dann habe ich halt noch so eine Box von Ikea. Die habe ich auch dafür besorgt. Moment, ich hole die mal eben aus dem Schlafzimmer. Und zwar eine solche Box. Von denen haben wir auch schon einige in der Küche. Und ich finde die einfach mega praktisch, weil man dann einfach alles darin reinstellen kann. Und ja, sie ist nur ein bisschen zu groß für das Regal, sehe ich gerade. Dann wird die Kiste auf jeden Fall nicht auf dem Regal stehen, sondern dann da oben. Da kommt dann Sachen rein. Und dann kommen auf dieses Regal wirklich halt nur Gläser. Und ich werde das jetzt auch mal direkt umsortieren. So sieht es jetzt aktuell aus. Also da oben ist deutlich mehr Platz. Die große Packung habe ich da jetzt natürlich stehen gelassen. Die passt jetzt hier nicht hin. Und das gefällt mir wirklich sehr gut. Also das ist jetzt richtig schön in Griffnähe. Man kann, kommt da gut an. Und das sind alles Sachen, die man häufig braucht. Also Haferflocken, Mehl, getrocknete Bananenchips, Müsli und so weiter. Und jetzt habe ich in der Schublade hier schon ganz lange diesen Behälter halt von Ikea. Und ich habe von diesen ganzen True Fruit Smoothies die Flaschen aufbehalten und die dann halt beschriftet. Und ja, das mache ich jetzt mal eben sauber. Und dann werde ich das, glaube ich, mal neu sortieren. Und dann kommt das, glaube ich, eventuell dahin. Dann habe ich da wieder mehr Platz und kann zum Beispiel das Milchpulver mal da reinstellen. Dann ist das nämlich nicht so, steht das da nicht mehr da. Das fände ich nämlich auch schöner. Muss ich mal gucken, wie ich das hier mache. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Also nach dem Aufräumen. Ich habe hier auch noch eben in der Wohnung gewischt und gesaugt und alles. Aber ja, so sieht das jetzt aus. Hier auf dem Tisch stehen natürlich noch ein paar Sachen. Aber das sind auf jeden Fall jetzt die zwei Regale. Und hier habe ich auch ordentlich aussortiert, gewischt und neu sortiert. Das ist jetzt wieder viel, viel übersichtlicher. Und wie gesagt, ich hatte jetzt noch den Platz fürs Milchpulver. Das heißt, hier ist es auch wieder ein bisschen leerer geworden. Es steht nicht diese blöde Milchpulverpackung hier oben. Und ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Ich hatte erst noch überlegt, ob ich den Platz für die Gewürze von Just Spices habe, weil ich die ja so schön finde. Aber irgendwie hätten die da jetzt nicht mehr richtig drauf gepasst oder ich weiß nicht. Dafür muss ich mir vielleicht nochmal was anderes überlegen, weil ich finde, also man sieht sie zwar hier, aber die gehen so ein bisschen, nein, die gehen nicht unter, aber wisst ihr, was ich meine? Also natürlich ist es schöner, wenn man jetzt zum Beispiel die hier so richtig nebeneinander aufgereiht hätte. Aber ich will das Regal halt auch nicht zu voll stopfen. Deswegen überlege ich da einfach nochmal. Und weil ich jetzt, glaube ich, schon wieder viel zu viel gequatscht habe, mache ich hier erstmal einen Schnitt. Schneide, glaube ich, das, was ich jetzt habe. Und dann melde ich mich später wieder, wenn ich Mila abhole. Das heißt später. Wir haben es 12:30. Also so lange ist es gar nicht mehr hin. Ich habe hier viel geschafft. Und ja, ich melde mich dann einfach später wieder, weil ja, ich will euch auch nicht immer zu viel voll quatschen, es tut mir mal leid, aber ich rede immer viel, ich rede immer schnell. Ich habe euch immer ganz, ganz viel zu erzählen und ja, aber ich melde mich später wieder. Da ist das kleine Mäuschen zurück aus der Kita und fängt direkt an, hier den Wäschekorb auszuräumen. Ne, Mila? Ja, du hast schon einen Body an. Du brauchst auch über den Pullover eigentlich kein drüberziehen. Momentan hat sie es nämlich mit Anziehen. Mützen, Halstücher, Socken, ihre Hausschuhe, alles will sie selber anziehen. Und mit den Hausschuhen, da muss sie, glaube ich, so ein bisschen einlaufen. Das findet sie manchmal noch ungewohnt. Sind das deine Hausschuhe? Oh, was ist da drauf? Ein Schmetterling! Und noch ein Schmetterling! Gleich nervt sie das bestimmt, weil sie den nicht abkriegt. Ja, noch nicht. Na komm. Oh, sag mal. Nicht rennen hier. Ja, gucken, was noch drin ist. Ne? Und ich wollte mir jetzt mal eben in das neue Ernstins Family Prospekt gucken, was gerade in der Post war. Mal gucken, was sie so Schönes haben. Was lässt du hier? Du bist schon hier bereit für neue Schandtaten, ne? Ja, ja. Mila, nein, 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 nein.
Fräulein, nicht an den Napf. Wasserspiele sind hier drin tabu. In der Badewanne ja, nicht in Brunos Trinknapf. Das ist eine freche Maus. Was? Ja, komm mal her. Komm mal her hier. Hm? Ja, willst du mal mit deinen schönen Spielsachen spielen und Mama legt die Wäsche zusammen? Wie wär's damit? Wir haben nämlich wieder einige neue Spielsachen bekommen, die wir von meiner Spielzeugkiste zugeschickt bekommen haben. Also zum Testen. Und das sind halt einige Sachen von, hier steht's drauf. Moment. Von Tommy. Da hatten wir auch dieses Badespielzeug von diesem Oktopus, der sich gedreht hat, der auch schon ziemlich cool war. Und jetzt haben wir hier diese flinken Flitzer, die Mila eigentlich immer recht viel mitspielt. Mila, komm mal her. Mila, guck mal, deine flinken Flitzer. Guck mal. Vor allem den findet sie gut, weil da kann man Sachen reinstellen. Hier, guck mal. Wow. Wow. Wow, was ist jetzt los? Was ist denn jetzt los? Nimm's erstmal einen mit, ne? Ja, aber da hinten ist noch einer. Ha, was machen wir denn jetzt? Also es sind diese typischen Spielzeuge, wo man halt drücken kann. Diese Rückziehautos. Ich weiß nicht genau, wie man es nennt. Auf jeden Fall, wenn man halt drauf drückt, dann fahren sie. Und damit ist Mila echt ganz gut beschäftigt. Wobei sie das noch nicht halt raus hat mit dem Draufdrücken und dass das Auto losfährt. Aber sie spielt halt auch einfach so damit. Und das hier ist halt mal eine etwas andere Sortierbox. Also ihr seht hier, ne, zum Sortieren. Mila, guck mal. Das ist hier so ein süßes UFO mit so einem Frosch. Mila, guck mal. Willst du drauf drücken? Warte, drück mal drauf. Genau, Mama hilft dir. Und jetzt. Ja, bist schon wieder direkt am Sortieren, ne? Na, wo passt das rein? Passt das vielleicht da rein? Am besten kann sie den lilanen und den blauen. Hier, probier mal den blauen. Da. Oder hast du keine Lust heute? Sie gibt nicht auf. Super, und jetzt nochmal versuchen. Versuchen nochmal. Super! Und jetzt den. Das ist halt natürlich auch nochmal was ganz anderes, dadurch, dass das halt schräg gesetzt werden muss und die Kinder nicht von oben drücken. Also denke ich zumindest. Ja, der passt da nicht hin, musst du mal weiter gucken. Hier ist das Dreieck. Hm, welchen möchtest du nehmen? Auf jeden Fall haben wir die Sachen von Tommy und eigentlich findet sie die Sachen auf jeden Fall alle gut. Und ich überlege auch schon von den Tommy-Sachen, ob ich da vielleicht zumindest eins behalte. Weil sie die echt ganz gut mag. Vor allem das Ding ist halt wirklich cool, weil das hat so einen Kipplader da hinten drauf. Und dann stellt sie da mal Holzklötze rein oder diese kleine Katze hier, die kann da auch mitfahren. Hm? Und du sortierst noch fleißig weiter. Toll machst du das, Schatzi. Und dann haben wir noch zum Testen dieses Schaukelbrett bekommen. Mila ist ja so eine aktive kleine Maus, ihr wisst es ja. Und ich habe gedacht, so ein Schaukelbrett ist bestimmt richtig cool für sie. Allerdings muss ich sagen, das ist wirklich eher was für ältere Kinder. Also wenn man sie drauf setzt, dann schaukelt sie da so schon so ein bisschen hin und her. Allerdings hat das hier Saugnäpfe und somit hält es natürlich zum einen besser auf dem Boden, ist natürlich sicherer. Es macht lustige Geräusche, aber für Mila macht es das natürlich auch wiederum ein bisschen schwieriger zu schaukeln. Aber wir saßen da auch schon mit ihr zusammen drauf, ne? Das funktioniert dann auch ganz gut. Mila ist auf jeden Fall gut mit den Sachen am Spielen. Das freut mich natürlich sehr, weil unsere andere Spielzeugkiste, die Sachen, die ich ausgesucht habe, waren nämlich eher so ein Flop. Ich hatte schon mal so eine Spielzeugkiste, das war auch, hatte ich auch komplett falsch eingeschätzt und falsch ausgewählt. Aber das ist halt das Gute daran, ihr leiht euch nur die Sachen
Und wenn das nichts ist, tauscht man halt wieder direkt um. Deswegen finde ich dieses Konzept halt so mega, mega cool, weil ich die Sachen halt einfach nicht gekauft habe. Hätte ich jetzt die Sachen gekauft, ja, dann hätte ich Geld ausgegeben und sie spielt nicht damit. Und so, wie gesagt, tausche ich die Sachen dann einfach jetzt wieder um. Und ja, der Rabattcode gilt natürlich nach wie vor für euch, wenn ihr die Spielzeugkiste mal einen Monat gratis testen wollt. Also ich schreibe euch das sonst einfach nochmal alles in die Infobox, auch vielleicht ein paar nähere Infos, falls es wen interessiert. Und dann könnt ihr einfach das Ganze auch mal einen Monat testen. Also wir sind da jetzt schon seit langer Zeit dabei und überzeugt. Und das nicht nur, weil es eine Kooperation ist, sondern weil wir da wirklich komplett hinterstehen. Und ja, und Mausi sitzt hier mal wieder in ihrem Chefsessel. Ich glaube, wir brauchen so einen kleinen Sessel für sie. Da muss sie nicht immer in ihrem Lauflernwagen hier sitzen. Bruni, komm her. Immer wenn ich Bruno rufe, muss er erstmal Yoga machen, ne? Weil wo lagst du auf deinem Kuschiplatz? Auf deinem alten Kuschiplatz. Hm? Wollen wir gleich raus, Dicky? Hm? Schöne Runde drehen bei dem Nieselregen. Auch nicht so dein Wetter, ne? Also Regen ist auf jeden Fall nicht Brunos Wetter. Schnee geht. Oh Gott, denn da kommt die wilde Motti schon wieder. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch die Wäsche zu Ende machen. Und dann gehen wir gleich raus. Mila ist hier noch mit ihrem kleinen Auto beschäftigt. Wäsche ist soweit zusammengelegt und habe ich jetzt auch gerade schon ins Kinderzimmer gebracht. Und das sind jetzt nur eigentlich Socken, Strumpfhose und Halstuch. Und ich will mal gucken, ob Mila mir wieder hilft beim Einräumen. Das letzte Mal war so süß, da hat sie mir die Sachen immer angereicht. Gibst du mir die? Ja. Ja. Socken? Die müssen hier rein. Kannst du mir die geben? Warte, du kommst so nicht an, ne? Kannst du Mama die Socke geben? Mila? Gib mir mal. Oh, danke schön. Und weg. Das auch? Das Halstuch? Dankeschön. Und die Socken? Hier, meine Hand. Gibst du Mama die Socken? Mila? Mila, kannst du Mama die Socken geben? Dankeschön. Dankeschön. Und die Strumpfhose, die müssen wir auch wegpacken. Super, dankeschön. Voller Körpereinsatz von Mila. Dankeschön. Ist noch was drin im Korb? Nee. Aber die Socke, die kannst du mir noch geben. Gibst du mir die noch? Dankeschön, super. Haben wir alles geschafft. Toll, mein Schatz. Dankeschön, hast du Mama super geholfen. Und weil wir jetzt ja gleich raus müssen, will ich mal eben gucken, ob so ein Softshell-Anzug schon passt, den ich vor einiger Zeit gekauft habe, der nur einfach richtig groß ausgefallen ist. Ups. Oder beziehungsweise der groß ausfällt. Mila, vorsichtig. Nicht die Finger einklemmen. Super. Andere Schranktür. Andere Schranktür auch zu machen. Super. Guck mal, was wir hier haben, Mila. Also, der müsste auf jeden Fall eigentlich schon passen. Das ist ganz gut, weil das ist jetzt eigentlich super für das Wetter. Genau. Guck mal, den kann man so aufmachen. Ja. Anziehen. Komm mal her. Boah, guck mal. Ist das cool oder ist das cool? Oh, was ist da? Eine Krabbe. Oh, es ist ein Krebs. Ein Krebs. Ein Krebsi. Ist gut, mein Schatz. Guck mal. Ja, Mama. Also der Softshell-Anzug passt perfekt gerade. Ich habe gedacht, der wäre sogar noch ein bisschen zu groß. Aber wir müssen ihn jetzt tragen. Ich habe ihn nur an den Ärmeln ein bisschen umgekrempelt. Und von daher verabschieden wir uns jetzt auch, bevor es hier noch dunkler wird. Der Papa kommt ein bisschen später heute leider nach Hause erst. Also wahrscheinlich, wenn es erst dunkel ist. Aber solche Tage gibt es halt auch. Und wir gehen dann jetzt erstmal noch mit Bruno raus. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall die Tage. Mila, machst du wieder Winke, Winke? Guck mal da, machst du Winke, Winke? Und wir sagen Tschüss. Bis demnächst.